Was sind Arrays und wofür sind sie gut? Arrays helfen uns, Daten zu sichern. Die sind im Grunde in der, sage ich jetzt, Geschichte der Informatik eine der frühesten Gebilde, um Daten zu speichern. Und was wir bisher kennen, sind Variablen, um Daten zu speichern. Angenommen, ich habe ein Basketballteam. Guter Film, kann ich empfehlen. Und möchte mir die Namen der Spieler merken. Bisher würde ich das in Variablen speichern. Ich würde sagen, String Name ist gleich Fred. Dann könnte ich, wenn ich einen weiteren Namen möchte, würde ich halt dann sagen, Name 2 gleich Frederico. Und bevor ich jetzt wieder String schreibe, man kann auch mehrere Variablen eines gleichen Typs in einer Zeile deklarieren. Name 3 und so weiter. Ihr seht aber schon, es ist recht umständlich, denn wenn ich jetzt die Namen ausgeben möchte, müsste ich auch drei verschiedene Variablen ansprechen etc. Dafür sind Arrays da. Arrays unterscheidet man zwischen eindimensionalen und mehrdimensionalen Arrays, und es gibt noch einen dritten Typ Arrays, das sind dann die verzweigten Arrays. Die eindimensionalen Arrays werden jetzt geeignet, um meinen Namen zu speichern, da es eine Art Liste wäre. Und ihr seht schon, ich gebe den Variablen jeweils eine Zahl, um sie auseinanderzuhalten, eine Koordinate, deswegen ein eindimensionales Array. Ein Array wird auch ein Datentyp gegeben, und bei der Deklaration, da ist jetzt allerdings der Unterschied, beim Datentyp hängt man die eckigen Klammern an, und jedes Mal, wenn ihr in einem Programm eckige Klammern seht, ist das direkt ein Hinweis, hier wird ein Array, ein Feld verwendet. Dem Array gibt man dann auch einen Namen, ich nenne es jetzt Liste, und anstatt dass man jetzt hier, kann man nicht jetzt verschiedene Strings schreiben, also mit Namen drin, das würde nicht funktionieren. Man muss sagen, es werden hier neue Felder erstellt, also neue Strings und wie gesagt keine Variablen, sondern wie es schon uns anbietet, eckige Klammern. Und wenn ich das jetzt mit Daten befüllen will, könnte ich geschweifte Klammern dahinter setzen und hier würde ich jetzt meine Namen, meine Strings reinspeichern. Hier könnte ich jetzt sagen, Fred, Frederico, Wilfried, und so weiter. Und das hier wäre jetzt schon ein Array. Das Array auszugeben, dafür muss man Schleifen kennen. Da habe ich unten schon eine geschrieben, das braucht euch aber jetzt erstmal nicht zu beschäftigen. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann gibt er uns hier das Array und er zeigt uns auch quasi die Indizes an. Das Array hat 5 Felder. Der Index beginnt immer bei 0. Das muss man sich merken. Wenn man jetzt fragt, wie lange, wie groß ist dieses Feld, würde die Antwort heißen 5. Aber wenn man halt die einzelnen Felder ansprechen möchte oder bezeichnen möchte, muss man bei der 0 beginnen.